ist jetzt so eine kleine Theorie. Medizinische Fakultät der Medizinischen Universität Deutschland. Einführung. Liebe angehende StudentInnen, willkommen in der Medizinischen Universität Deutschland. Die MUD wurde 1709 gegründet und ist eines der ältesten und renommiertesten Institute Europas. Unsere hochmodernen Forschungsanlagen warten bereits auf Sie. Details zur Einführung: wann? 24. September 2021, 11.30 Uhr bis 13 Uhr, wo? Audimax der Medizinischen Fakultät. Bitte tragen Sie eine Maske. Wegen Corona. Oh, eine Nachricht. Amelie. Also, wo muss ich jetzt lesen? Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, das sie kürzlich gelesen hat. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Auch wenn sie mir nichts gesagt hat, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Hey Anita, hast du kurz Zeit, um zu reden? Klar, was gibt's? Ich hab ja keine Monster irgendwie bei mir im Hintergrund. Du scheinst vorhin etwas verwirrt zu sein. Wenn dich etwas bedrückt, kannst du es mich wissen lassen. Danke, aber es geht mir gut. Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe. Ich will nicht stören. Nein, schon gut. Macht mir nichts. Hey, wir sollten mal zusammen shoppen gehen. Ich habe mein Haus seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verlassen. Und mein Bruder kommt her. Ach so, alles klar bei dir? Ja, ich versuche nur, ihm so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Also shoppen, ja? Wir finden schon was Nettes für dich. Nein, schon gut, ich bin kein Fan von Menschenmengen. Und an mir sieht sowieso nichts nett aus. Hör auf, so zu reden, du bist viel zu hart zu dir selbst. Du siehst gut aus, du musst nur das richtige Outfit finden. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Alter, das Bild. Boah, das Bild ist grässlich. Das Bild ist wirklich, wirklich grässlich. 23. Dezember 2020. Ich kann nicht mehr lernen, seit mein Bruder über Weihnachten zurückgekommen ist. Er ist nett zu mir und stört mich nicht oder so. Aber ich halt nicht aus, wie er mich anstarrt. Ich weiß, dass er mich damals bestimmt nur geärgert hat, aber seitdem habe ich Angst vor ihm. Deswegen hasse ich es auch, wenn mich Typen angucken. Ich kann nicht fassen, wie viel Haut andere Mädchen in der Schule und in der Stadt zeigen. 21. Februar 2021. So langsam habe ich meinen Lernrhythmus gefunden. Meine Testergebnisse fallen echt gut aus. Ich mache mir nur Sorgen, weil sich meine Eltern in letzter Zeit viel streiten. Genau wie heute. Ich habe Mama gefragt, woran das liegt. Aber sie wollte es mir nicht sagen. 11. Mai 2021. Morgen ist die Prüfung. Mama hat gesagt, dass ich stolz auf mich sein kann, weil ich so hart gearbeitet habe. Also fühle ich mich super. Sie ist zwar nicht meine echte Mama, aber sie liebt mich, genau wie ich sie. Mama, ich schaffe das morgen mit links. Für dich und Papa. Ist das die Wohnung von Amelie? Ah, nee, kann ja gar nicht sein. Wir sind noch in diesem... Hä? Ich verstehe hier gar nichts gerade. Ich geh erstmal in den Raum. Oktober 2020. Ich kann mich endlich aufs Lernen konzentrieren. Also mache ich vielleicht die Nacht durch. Das ist zwar schlecht für meine Haut. Ich höre schon, wie sie mich Troll oder Nerd nennen. Aber das ist mir egal. Ich muss es auf die Hochschule in der Stadt schaffen. Mama und Papa zählen auch auf mich. Ich werde sie stolz machen. Und es auf Anhieb schaffen. Also dann Bücher. Auf und los. 9. November 2020. Papa hat heute davon geredet, dass die Stadt erneuert werden sollte. Sie wollten alles mit Geld aus China aufhübschen. Ich kann nicht mehr lesen. Aber die Pläne sind wegen Corona ins Wasser gefallen. Ich kann Corona nicht mehr lesen. Deswegen verlese ich mich die ganze Zeit. Klar, es wäre cool gewesen, wenn alles geklappt hätte. Aber selbst dann hätte ich mir nicht vorstellen können, zu bleiben. Nicht hier. Selbst als ich noch klein war, war diese Stadt nichts Besonderes. Es gibt nichts zu tun. Die Gebäude sind uralt. Wir leben eben in einem Kaff. Meine Zukunft liegt nicht hier, sondern in der Stadt und im Hochschulleben. Von meiner Aufnahmeprüfung nächstes Jahr hängt alles ab. Ich muss weg, bevor mein Bruder zurückkommt. Ich gehe mal auf dieses Bruder-Ding jetzt nicht so krass ein. Ich glaube, jeder kann verstehen, worum es hier geht.
Und da will ich. Ich bin ganz ehrlich, das Spiel war kostenlos. Ich habe Silent Hill gelesen und dachte, komm, ich probiere es aus. Ich habe nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich dachte wirklich, dass es ein ganz einfaches, kleines Horrorspiel im Stil von Silent Hill ist. Aber ich habe jetzt nicht mit so einer Story hier gerechnet. Also hier geht es mehr um die Themen jetzt gerade, was ich auch okay finde. Das sind schwere Themen. Nur habe ich mich, also habe ich gar nicht dran gedacht, dass sowas kommen könnte. 24. August 2021. Ich habe heute mit der Post Materialien von meiner ersten Wahl gekriegt. Ich werde auf eine Hochschule gehen. Ich bin so froh, ich kann es nicht fassen. Mama und Papa, ich werde beim Lernen richtig ranklotzen und die beste Tochter überhaupt sein. Vielen, vielen Dank für alles. 22. September 2021. Mama und Papa brüllen sich an und es fällt immer wieder das Wort Insolvenz. Meinten Sie nicht, dass Sie zurechtkommen, auch wenn die Erneuerung flach fällt? Also sind Sie jetzt pleite, oder? Heißt das, dass ich nicht auf die Hochschule kann? War die harte Arbeit umsonst? Niemals lass mich nicht allein, Mama. Ich kann nicht hier bleiben, nicht mit meinem Bruder. 23. September 2021. Mama ist gerade ausgezogen. Sie hat gesagt, ich soll ihr aus dem Weg gehen. Ich muss hier weg, ich will einfach verschwinden. Aber wohin? Das ist alles ein böser Traum. Nur ein böser Traum. Amelie hated the way her brother looked at her. Ah, es ist I also bet wirklich she alles von wants to Amelie. leave to get away from all that. Schülerin tot aufgefunden, möglicher Selbstmord, 25. September 2021. Am 24. hat ein Einwohner gegen 10 Uhr beobachtet, wie eine 18-jährige Schülerin in Kettenstand vom Dach eines Wohngebäudes gefallen ist. Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, ist dort aber 2 Stunden später verstorben. Der Schule zufolge war das Mädchen verzweifelt, weil es wegen Schwierigkeiten im Elternhaus nicht auf eine Hochschule gehen konnte. Amelie ist also auch tot. Sie hat keine Nachrichten und auch kein Tagebuch hinterlassen. Doch die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Amelie ist auch tot. Maya ist tot, Amelie ist tot, wir sind wahrscheinlich auch tot. Doch, Amelie ist auch tot. Unsere ganzen Freundinnen sind tot, wir auch. Ja. Nee, warte. Da waren wir doch schon. Oh, da kommen wir raus. Ha. Als würde ich das glauben. Das ist die Schule. Hier ist es wenigstens hell. Aber auch im Hellen ist eine Schule einfach gruselig. Warum sind die ganzen Schließfächer offen? Kann hier denn keiner zumachen? Hey Leute, ich bin wieder da. Wieder. Wow, Alter. Einmal mit dem Schuhwerk, Alter, das ist nicht cool. Go away. Ist das Bright? Ich komme nicht weiter. Was soll ich hier genau machen? Hä? Ah. What the hell? Get out, you freak slut. Your art's fucked.
Get out, you freak! Alter! Gemeint, nicht Maya. Oh nein. Ich sehe nichts. Ich kann nicht richtig laufen. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Warum? Oh mein Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Ich will das nicht mehr. Oh, Maya schreibt. Finde es. Finde was? Finde es. Sag mir einfach, wonach ich suche. Ja, finde es. Ich bleib jetzt einfach hier. Was ist das? Ich kann es nicht untersuchen. Ich kann hier gar nichts untersuchen. Ich glaube, sie ist gerade ein bisschen unter Schock, deswegen kann ich nichts untersuchen. Das Skizzenbuch kann ich untersuchen. Das kennen wir alles schon. This guy looks familiar. They're hurt. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. Hmm? What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. Ich will aber nicht wieder laufen und weglaufen und alles. Was ist hier? Schwangerschaftstest positiv. Ich habe damit schon gerechnet, seit wir das Baby gehört haben, dass irgendjemand schwanger war. The girl in this picture is Amelie.
Die sieht genau, also Amelie sieht dann also so aus wie wir. Heute nicht besonders gut. Achso, 31 Januar. Ich bin heute Morgen nicht besonders gut drauf. Ich wollte mich mit Graffiti ablenken, aber ich war nicht bei der Sache. Vielleicht weil Mama und ich uns gestritten haben. Eher nicht. Kam ja schon öfter vor. Ich weiß schon lange, dass ihr andere Dinge wichtiger sind als ich. Gut, da stand so ein bisschen anders da, aber ich habe es jetzt so vorgelesen. Liegt es daran, dass mich meine Mitschüler geärgert haben? Unwahrscheinlich. Sie kennen mich nicht. Sie lassen nur ihren Ärger an mir aus. Es muss daran liegen, dass ich ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat, verloren habe. Oder? Warum fühle ich mich so? So ging's mir noch nie. Das Handy dreht nicht durch. Oh, die Bibliothek. Von einer Hexe verfluchte Kettenstadt. Böse Magie für Probleme der Stadt verantwortlich. Kettenstadts Bevölkerung schrumpft nach wie vor rapide. Die Geburtsrate liegt bei 0,7%. Oder bei 0,7. Also unter der Hälfte des deutschen Durchschnitts. Warum Deutsch? Wir sind nicht in Deutschland hier. Spiel doch nicht in Deutschland. 1,6. Die Fehlgeburten liegen hingegen bei 31%, mehr als dem Doppelten des Durchschnitts 15%. Die Wirtschaft liegt in Trümmern und die einst aufblühende Industriestadt ist schon zweimal an ihrer Erneuerung gescheitert. Einige Forscher, die sich mit dem Okkulten befassen, vermuten eine Hexe als Ursache für den Abschwung von Kettenstadt. Die Hexe war eine Japanerin, die die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in den 1930ern mit ihrer Hellseherei beeinflusst hat. Die Forscher glauben, dass sie gejagt und ermordet wurde. Vor ihrem Tod soll sie die Stadt mit einem Fluch belegt und ihr Wachstum damit erstickt haben. Eine Nachricht? Finde es. Sag's mir, ist das dein Fluch? Finde es. Find what in a place like this? Ich habe auch keine Ahnung. Sollen wir das Buch finden? Sollen wir den Brief finden? Ich höre nur, finde es, finde es, finde es. Ich gehe einfach mal die ganzen Regale gerade durch. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Im Schließfach.
Okay, wir müssen also zum Schließfach. War das unser Schließfach? Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch was. Die Hexenjagd von Kettenstadt. In den 1930ern hat die deutsche Stadt Kettenstadt, gibt es wirklich so eine Stadt, frage ich mich gerade, viele reiche Unternehmer angelockt und ist damit zweitmeiste zu großem wirtschaftlichen Wohlstand gekommen. Achso, zeitweise, nicht zweitmeiste, Entschuldigung. Angeblich steckte hinter diesem Erfolg jedoch eine Japanerin, die die Geschäftsmänner mit ihrer Hellseherei und ihren mysteriösen Kräften beraten haben soll. Sie wurde später als Hexe des fernen Ostens bekannt und war unter den Deutschen sehr angemessen. Ich habe von dieser Geschichte übrigens noch nie gehört. Doch 1947 schrieben die Unternehmer tiefrote Zahlen. Ein Großbrand griff im Industriegebiet um sich und zerstörte einen Großteil ihrer Fabriken. Die Hexe des fernen Ostens, die ins Krankenhaus eingeliefert worden war, sprang vom Dach des Gebäudes und nahm sich das Leben. Zuvor war bei der Hexe eine unbekannte Krankheit diagnostiziert worden und viele glauben, das Feuer hätte das Fass zum Überlaufen gebracht. Einige Bürger behaupteten jedoch, dass die Hexenjagd an allem schuld war. Angeblich war die Partei des Bürgermeisters erzürnt über die Popularität der Hexe und nutzte den Brand als Ablenkung, um die Hexe insgeheim zu ermorden. Es gibt keine Beweise dafür und gemeinhin gilt diese Behauptung als Verschwörungstheorie. Doch die Partei erlangte nach dem Tod der Hexe tatsächlich wieder größeren Einfluss. Seitdem glauben die Bürger, dass jedes Anzeichen von Pech mit dem Hexenfluch in Verbindung steht. Ich glaube, noch eins können wir nicht lesen. Wir müssen irgendwie zu unserem Schließfach. Auf der Tür steht nicht mehr CB. Und reiß die Tür. Okay, doch nicht. Schön. Also wenn wir noch einmal wegrennen müssen, ne, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Dieses Wegrennen ist für mich einfach zu nervig. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo lang. It's like that other school. Why does this always happen? I've never seen Leia like that before. Okay, geht es dir gut, Anita? Du hast nicht geantwortet, also habe ich mir Sorgen gemacht. Entschuldige, ich habe gerade an Maya gedacht. Keine Ahnung, ob du es weißt, aber Maya wurde in der Schule gemobbt. Ich weiß. Wir beide sehen uns sehr ähnlich, ne? Amelie und ich. Aber sie meinte, es geht ihr gut. Ich dachte, ich sollte die Sache ruhen lassen. Doch dann war es zu spät. Warum hat sie nichts gesagt, bevor sie starb? Ich wünschte, sie hätte mit mir geredet. Vielleicht hat sie mich nicht als Freundin gesehen. That's not true. Ah, schön wieder in die Schule, ne? Toll. Jetzt muss ich erstmal das richtige Schließfach finden. Ich weiß ja nicht, ob es unser war. Es war anscheinend wirklich unser. Maya's locker. No, it's not here. It wasn't here before either. Aber in welchem Schließfach denn dann? My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Woher soll ich jetzt die Spinnkombination wissen? Hä, wo? Müsste sie die nicht von alleine wissen? Warum muss ich die denn jetzt wissen? Ich werde ja wohl kaum Hinweis auf ihre Spinnkombination hier finden, oder? Ich guck mal ganz kurz, auch vielleicht bei ihrem Tisch oder so. Ja, hey, Spinnkombination. What? Das ist gar nicht mein Tisch, ne? Das ist der von
Von Maya? Aber woher weiß ich denn jetzt meine Spindkombination? Amelie's Locker. Yes. It's just a novel. Wait a sec. Warte, wenn das hier ist, was ist dann bitte in unserem Spind? Wait. Was? Es hat mir gar nichts geholfen gerade. 4 Zahlen. Wir brauchen 4 Zahlen. Ich komme ja auch nicht weg, also muss ich ja hier irgendwo die Spindkombination finden. Vielleicht übersehe ich auch einfach die 4 Zahlen gerade. Oh. 1. Okay. Oh, da oben 3. Und da eine 0. Okay, Reihenfolge müsste ich jetzt wissen. Vielleicht 0, 3, 0, 3, 1. Wo ist die letzte Zahl? 0, 3, 1, 2. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig ist. Wir probieren es mal. 0, 3, 1, 2. And I can't look away. Here it is. What's this letter? Was it inside the book? Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment. Simply by letting go of life. Daring to bloom. Knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty. If only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world. Gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I had... I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Maya. She was asking Amelie for help, but... I just... Maya! You have everything! You're way more talented than me! So... why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there! Amelie is my friend! She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me.
How was I supposed to know she'd actually kill herself? Also sind wir die Person, die Maya gemobbt haben und fertig gemacht haben, sie wahrscheinlich in den Selbstmord getrieben haben, aus Eifersucht. Und jetzt fangen wir an, es zu bereuen und so weiter, und es ist dafür allerdings schon zu spät. Okay. Hier geht's wieder los mit Zip, 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 zip. Ich mach mal ganz kurz eine Pause. Ich hoffe, das Spiel geht nicht weiter, während ich hier drin bin. Es ist ein hartes Thema in diesem Spiel, was ich nicht mit gerechnet habe. Wir spielen mal gleich ein bisschen weiter. Ob wir es durchspielen, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja, bis gleich. Erstmal kurz Pause, ne? Solange hole ich mir da was zu trinken. Also, bis gleich.